In China wurde wieder einmal ein sehr interessanter Elektrokleinwagen auf den Markt gebracht. Und das auch noch zum Kampfpreis. Der Sehol E10X. Mit niedrigem Preis und akzeptabler Reichweite für die Größe versucht sich Sehol im umkämpften chinesischen Markt für E-Kleinwagen durchzusetzen. Und das nicht etwa mit einer herkömmlichen Lithium-Ionen, sondern erstmals mit einer Natrium-Batterie. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Sehol ist eine Marke von JAC, die 2020 gegründet wurde. Die Marke hieß ursprünglich Sol und gehörte einem Joint Venture zwischen JAC und Volkswagen. Später kaufte VW eine Mehrheitsbeteiligung an dem Joint Venture und baute damit Autos der Marke Volkswagen auf der eigenen MEB-Plattform. Das Joint Venture wurde von JAC Volkswagen in Volkswagen Anhui umbenannt. Das bedeutete, dass es für die Marke Sol keine Verwendung mehr gab. JAC übernahm es und benannte es in Sehol um. Derzeit verkauft die Marke Benziner und Elektrofahrzeuge. Während das neue Sehol E10X Modell eine kürzere Reichweite hat als einige andere Elektrofahrzeuge auf dem Markt, bleibt abzuwarten, wie gut sich das Auto verkaufen wird und ob JAC in der Lage sein wird, mit anderen Autoherstellern auf dem zunehmend überfüllten Markt für Elektrofahrzeuge zu konkurrieren. Trotz der geringeren Reichweite könnte der Sehol E10X dennoch eine gute Wahl für die Fahrer sein, die ihr Auto hauptsächlich für Kurzstrecken nutzen oder einen einfachen Zugang zur Ladeinfrastruktur haben. Und mit seiner kompakten Größe und seinem erschwinglichen Preis könnte es besonders gut für Leute in städtischen Gebieten geeignet sein. Der Markt für Stadtautos in China ist aber gesättigt. Im vergangenen Jahr sind die Gesamtverkäufe von Stadtautos in China um mehr als 20% zurückgegangen. Darüber hinaus wird sich der Wettbewerb in diesem Bereich durch die kontinuierliche Markteinführung neuer Stadtautos verschärfen. Zum Beispiel ist der Wuling Hongguang Mini EV, zu dem ich auch ein Video gemacht habe, das findet ihr hier oben rechts im Video verlinkt, das beliebteste Stadtauto in China, aber seine Verkäufe gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa die Hälfte zurück. Der Sehol E10X sieht nicht nur dem VW e-Up verdächtig ähnlich, sondern zumindest am Heck auch dem Smart EQ. Vorne sehen wir die markanten e-Up-ähnlichen Zierleisten auf der Frontstoßstange, direkt darunter ein Wabenmuster. Die Scheinwerfer sind von einem zusätzlichen Dekorteil miteinander verbunden. An der Seite entlang verläuft die Fensterlinie schon fast steil nach oben in Richtung Heck, welches wie schon gerade erwähnt stark nach einem Smart aussieht. Das Hinterteil beinhaltet dieselben e-Up-mäßigen Dekorleisten wie vorne. Im Inneren verfügt das Auto über eine Instrumententafel und ein Infotainment-Display, ein Multifunktionslenkrad und sportliche Sitze mit integrierter Kopfstütze. Fahrer- und Beifahrersitz unterstützen zudem die manuelle Vier-Wege-Verstellung. Der Fahrer blickt auf ein typisches und fast schon sportliches Drei-Speichen-Lenkrad. Diesen sportlichen Look findet man aber im gesamten Innenraum, seien es die kantigen Lüftungsschlitze, die Sitze mit farblichen Ziernähten oder die abgespacede Mittelkonsole mit Ablageflächen und zwei Getränkehaltern. Die DAZONI IQ ist die erste Premium-Ladestation im Privatbereich. Sie kommt mit PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und voreingebautem MID-Stromzähler. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter, farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Wenn ihr mehr über die hochwertige und eindrucksvolle Wallbox wissen wollt, dann könnt ihr euch die DAZONI IQ ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de ansehen und auch bestellen. Und mit dem Code PROJECTDRIVE spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 Euro. Also viel Spaß mit der DAZONI IQ und weiter geht's! Der Sehol E10X ist ein Kompaktwagen mit einer Länge von 3,65 Metern, einer Breite von 1,67 Metern und einer Höhe von 1,54 Metern. Der Radstand beträgt 2,39 Meter und das Leergewicht beläuft sich auf 1080 Kilogramm. Es verfügt über einen Motor mit einer maximalen Leistung von 36 kW oder 49 PS und einem maximalen Drehmoment von 110 Newtonmetern. Außerdem hat er eine vordere MacPherson Einzelradaufhängung und eine hintere Torsionsbalken-Teil Einzelradaufhängung. Das neue Modell ist Teil der Konfigurationsstufe 4-Leaf Clover und diese Version ist die niedrigste Ausstattungsvariante.
Allgemein gibt es zwei Batterievarianten. Eine mit 25 Kilowattstunden, die eine maximale Reichweite von 251 Kilometer schaffen soll. Die höhere Variante hat 30,2 Kilowattstunden und kommt damit 301 Kilometer weit. Allerdings gemessen nach NEFZ. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 102 km/h begrenzt. Seit 2021 gibt es den E10X schon mit den beiden Lithium-Ionen-Batterien. Jetzt nutzt Sehol das E-Auto als Testfahrzeug für die neue Natrium-Batterie mit 25 Kilowattstunden. Damit schafft es der Kleinwagen bei Stadtverkehr immerhin auf 250 Kilometer. Ersten Tests zufolge kommt der Akku auf eine Lebensdauer von 2000 bis 3000 Ladezyklen. Die noch geringe Kapazität liegt jedoch nicht an der Energiedichte des Natriums, sondern an der Größe des gewählten Testfahrzeugs. Mit einer Dichte von 120 Wattstunden pro Kilogramm liegt der Natrium-Akku nur gering unter den 125 Wattstunden pro Kilogramm des ersten Lithium-Eisenphosphat-Akkus beim Tesla Model 3 aus dem Jahr 2020. Der LFP-Akku verfügt über eine Kapazität von 54 Kilowattstunden bei einem Gewicht von 432 Kilogramm. Damit der Natrium-Ionen-Akku die gleiche Leistung erreicht, müsste er lediglich 18 Kilogramm schwerer sein. Dass der Natrium-Ionen-Akku mehr kann, zeigen weitere Modelle des Herstellers China. Neben dem verbauten Akku im Sehol E10X stellte das Unternehmen noch drei weitere mit unterschiedlichen Energiedichten vor: 140, 150 und 155 Wattstunden pro Kilogramm. Damit liegt China etwas hinter CATL, dem weltweit größten Akkuhersteller, der es bereits auf eine Energiedichte von 160 Wattstunden pro Kilogramm mit seinem Natrium-Akku schafft. In der zweiten Generation soll die Dichte sogar auf mehr als 200 Wattstunden pro Kilogramm verbessert werden. Das entspricht der Kapazität einer LFP-Batterie in E-Autos. Mal abgesehen von der Energiedichte hat der Natrium-Ionen-Akku einige Vorteile. Im Vergleich zu den Lithium-Ionen-Akkus ist Natrium nicht nur günstiger, sondern auch unabhängig von der Verfügbarkeit von Lithium. Zudem hält der Natrium-Akku auch niedrigen Temperaturen stand und liefert auch bei minus 20 Grad noch 90% der Kapazität. Bei Zimmertemperatur lädt der Akku in nur 15 Minuten 80% auf. Wann der Sehol E10X mit dem Natrium-Ionen-Akku auf den Markt kommt, ist derzeit aber noch unklar. Der Einstiegspreis, wohlgemerkt in China, startet bei umgerechnet ca. 10.600 Euro. Dass er nach Deutschland kommt, ist sehr unwahrscheinlich. Dennoch könnte man von einem Preis bei uns von ca. 16.000 bis 18.000 Euro ausgehen. Was haltet ihr vom Preis und spricht euch der Sehol E10X überhaupt an? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!